irgendwo ein Seil machen. Ich kann das da anziehen. Warum brennt es auf einmal da unten? Egal. So, ich mache das hier nochmal. Großbrand hier. Ist bestimmt besser, ja. Sehr schön. Es brennt aber noch nicht die Dingens da oben ab. Warum auch immer. Ich das überhaupt soll, ist natürlich auch so eine Frage. Gucken wir uns mal hier oben. Hier ist eine Wand, wo wir uns anlegen können. Dann machen wir mal so. Anhalten. Klettern wir mal eben hoch hier. Kommt da schon rein? Ah, irgendwie. Irgendwo und irgendwann. Hops, daneben. Wie geht das hier so ein bisschen? Auch schon. Das Skelett liegt hier ein bisschen länger. Es hat ja so ein Schild aus dem dritten japanischen Krieg. Also es liegt ja bestimmt schon 300.000 Jahre. Nein, keine Ahnung. So. Festung und das Schlucht. Okay. Wir suchen dieses Kloster nach seinem Griechen. Schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin? Ja. Toll. Großartig. Großartig. Ach du Kacke. Dürfen wir gegen uralte Samurai-Krieger kämpfen? Durch die Tür durch. Den guten Tag sagen? Nee, ne? Dann halt nicht. Kommen wir hier durch? Nee, auch nicht. Okay, können wir hier irgendwas abfackeln? Sieht gut aus, das sieht gut aus. Dann können wir da halt weiter. So, und einmal durchducken hier. Fackel an und go. Jetzt kommen wir auch in den Raum, wo die gerade reingegangen sind, glaube ich. Still. Still. Aber nach Millionen Tausend Samurai-Krieger. Die sollte ich wahrscheinlich nicht verärgern. Oh Gott, da unten sind ja noch jede Menge mehr. Ach du heilige Kacke. Sollte ich nicht anschießen. Zumindest nicht ohne TNT-Blöcke. Hier haben wir mal so eine Kiste. Okay. Können wir die Falle anfackeln? Nein, können wir nicht. Okay. Wir können hier rüber. Hoffen wir, dass wir da nicht gesehen werden. Oder uns. Auf deren unserer Aufenthalt einfach nur egal ist. Sieht auch gut aus. Statue. Das ist wahrscheinlich einer dieser sogenannten Oni. Die bauen den gerade zusammen oder die rüsten den für irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Okay. Gut, gehen wir mal hier lang. Zumindest so weit wir gehen können. Jetzt hier irgendwas anschießen, dann ist uns ziemlich die Kehle offen, sozusagen. So, das ist eine Art, wenn ich hier runtergehe, gehe ich denn da hin? Dann komme ich jetzt zwischen die Soldaten hin. Das muss nicht sein. Nee, nee. Was haben wir da oben? Können wir da oben, glaube ich, rein? Ja, können wir. Sehr schön. Dann hoffen wir doch, ne? Okay. Ich glaube, die normalen. Nein, das sind die normalen Banditen, das sind Samurai. Okay. Okay. Aber wo ist jetzt Sam?
Dr. Whitman ist ja jetzt Gott sei Dank tot. Jetzt hätte ich ihn wahrscheinlich selbst getötet. Nee, ich bin gar nicht da. Nee, braucht mich gar nicht so zu suchen. Nee. Shit. Lauf schneller, langsam. Jetzt hier in Sicherheit, so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich habe keine Ahnung. Hier haben wir Schrotmoni und sie hält sich schon wieder im Bauch. Also bisher geht es auch nicht so gut. Hey, geh weg, weg! Mein Modell wurde freigeschaltet. Ja, das ist mir jetzt eigentlich ganz schön egal. Ich will hier einfach nur überleben. Au! Und Fatality. Ups, der lebt noch. So viel zu Fatality. Wie können sie noch am Leben sein nach so langer Zeit? Durch Magie, ganz klar. Was haben wir denn hier? Kleine Ratten? Nee, die erschieße ich nicht. Wieso soll ich den Ratten erschießen? Achso, ich könnte die ja ausplündern und dann die in Anführungszeichen essen. Aber das habe ich jetzt gar nicht mal so nötig. Okay. Das Gebet, das ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Ja, das ist er korrekt. Muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen, wird nicht einfach sein. Nee, die Sturmwache verteidigt sie. Ich weiß, dass ich es tun muss. Aber ich habe große Angst davor, was ich dort finde. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hatte darauf auch nicht wirklich Lust. So, machen wir das, damit unsere Schussfrequenz erhöht wird. Dann geht es ja auch schon gleich weiter. So. Gleich haben wir alle von Laras Tagebüchern. So, ist das hier schon die Ritualkammer? Ich glaube nicht, ne? Das wäre irgendwie zu einfach. Aber wir können ja trotzdem mal öffnen und gucken, was dahinter sich verbirgt. Ah, Wind und Staub. Okay. Nein! Sam! Sam! Na los! Sniper hier mal weg. Da. So, und... Ich kann ja nicht rüberschießen. Nee, das klappt nicht. Schade. Jetzt hätte ich einfach Messias so schön so hinschaffen lassen. Ich nehme die Seite. Melde Ziele. Was? Also jetzt nicht im 5, sondern da oben. Jetzt sind wir wieder in der Leichenhalle oder sowas. So, das sind hier viele, viele Tote. Okay. Weiter über diese Art Brücke hier. Die auch schon mal wieder auseinanderfällt. Wer hätte es gedacht? Und los weiter. Oh oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Natürlich werde ich attackiert. Scheiße. So, und ein Uni, natürlich. Ja, brüll nicht so, du hast Atem. So, wir nehmen hier mal eine andere Waffe. Wir können hier mal dies hier nehmen. Gucken, ob wir damit irgendwie vorankommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Wieso haben die Dynamit? Ganz im Ernst, wieso haben die Dynamit? Hoch! Ah! Au! Okay. So sollte man es definitiv nicht machen. Nee, ganz schlecht. Okay. Also, für alle, die gerade zuschauen, bitte so nicht machen. Danke. Also,
Ups, irgendwas ist explodiert. Oh Gott, jetzt kommen sie hier alle her. Halt auch viel aus durch ihre Rüstung und so. Geh weg! Diese primitiven Projektile, die ich hier habe, die machen eigentlich schnell Ruhe und die haben auch keine. Ist ja nett. Moment, Moment! Oh Gott. Und Kugeln haben die dabei? Wieso haben die Kugeln dabei? Ernsthaft? So, kann ich jetzt einfach weiter? Oder wie ist das? Das hat Bunge gemacht. Juhu, wir haben einen neuen Weg. Was kommt da jetzt an? Dinger, die wir gar nicht haben wollen. So. Kriege ich hier. Ah, weg. Viel zu viele Samurai-Krieger. Viel zu viele davon. So. Ich muss nachladen, Mensch. Die können wesentlich besser schießen als ich, verdammt. Oh. Huch. Ach du Kacke, noch einer! Natürlich! Ach du heilige Scheiße. Moment, ich hab hier Schrotmuni. So, bam, Junge. Weiter hier Entdeckung. Weg, weg! Aua! Shit! Oh, das gibt's doch nicht. Weg, aber nicht so. Auch was anderes mit dem Weggehen. Ja, der nächste hier natürlich. Ihr könnt nicht so gut mit eurem Schild umgehen wie hier eure Banditenkollegen. Das muss man ja mal sagen. So, weg. Die nächste mit dem Schild, natürlich. Okay. Nehmen wir mal unseren Pfeil und Bogen hier. Machen hier so Napalmzeug und Flächenbrand. Yeah! Oh Gott. Laufen. Wir müssen einfach nur recken. Zack. Hoch. Weg. Und. Da. So. Bam. Ups. Das war explosiv. Das hätte ich mir denken können. Aber ich hatte es mir schon gedacht. Hoch. Lauf. Lauf. Gott. Es gibt so viele hundert Millionen von diesen scheiß Soldaten hier auch rumlaufen. Meine Güte. Ist ja wirklich nur ein cooles Wegrennen. Weil ich gar nicht so viel Muni habe, um die alle hier zu versorgen. Oh, weg. So. Da, hinter mir ist einer. Aha, hinter mir ist einer. Hinter mir ist einer. Hinter mir ist einer. Hinter mir ist einer. Das kennt man nicht. So. Okay. Oh. Okay, der hat nicht so viel ausgehalten. Oh. Nächste. Hat auch nicht so viel ausgehalten. Er war auch nicht so stark gepanzert. Merkwürdigerweise. So, haben wir es jetzt? Dann kommen wir jetzt noch 30. Gefühlte 100. Da hinten. Okay. So, vielleicht, ich weiß es nicht. Mal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas Tolles am Muni haben. Zack. Gut, läuft einer. Shit, da hinten. Hui. So, klappt. Schrotmuni ist immer noch voll.